Hallihallo, da draußen, hier ist eure Pan und ich grüße euch. Ja, im Moment seht ihr noch mein G1 OC, was ich mir mal so am Anfang meiner Ponyzeit erstellt habe. So ein bisschen wackelig. So ein Up-to-Date-Video. Hier ist eure Pan mit blau-schwarzen Haaren, so wie ihr sie liebt und kennt. Und ja, Pan ist ja nicht nur mein OC, sondern auch mein Ponysona. Und daher, wer mich gesehen hat oder halt die Videos kennt, erinnert sich zum ersten BWU. 2014 war mein erstes BWU, hatte ich so blaue Haarspitzen und darum auch meine Pan die blauen Haarspitzen, beziehungsweise ich glaube Pan hatte sie zuerst und ich habe sie danach gefärbt. Ja, dann kam wegen beruflich und so der Werdegang, dass ich mir die Haare halt in Anführungsstrichen normal gefärbt habe, also in Rot. Und ja, was soll ich sagen, da ich Pan aber halt nicht rot färben wollte, weil sie ja schon rote Augen hatten, dass sich so ein bisschen gebissen hat, wurde aus meiner roten Frisur das kleine Fohlen Susi, was halt das Fohlen zwischen Pan und Fallenstar ist, also meinem Freund Max. Und ja, ich finde, es passt prima, weil es so aussieht, als ob die rote Strähne vom Papa übernommen wurde. So, jetzt war ich aber nochmal beim Friseur. Ja, und habe mir so einen Ombre-Look machen lassen. Also oben der Ansatz ist naturschwarz, beziehungsweise sehr dunkel. Dann kommt rot, orange bis ins blonde. Und da ich ja immer ein bisschen extravagant bin und irgendwie mein Blau nicht weglassen kann, habe ich mir Extensions besorgt in verschiedenen Variationen. Ja, und so sieht das Ganze dann aus. Und natürlich, wenn ich mir die Haare färbe, muss auch Pan zum Friseur. Also hat Pan gleich einen neuen Schnitt und einen neuen Look gekriegt. Und voila, mein Ponysona Pan hat natürlich jetzt auch dunklen Ansatz ins Blond verlaufende mit blauen Strähnchen. Ich hoffe, ihr könnt euch mit dem neuen Design anfreunden. Und also ich finde es gar nicht so übel. Ich hoffe, ihr habt Pan trotzdem noch lieb und guckt weiter die Videos. Hier nochmal der Vergleich. Neu ging alt. Bis dann. Cheerio.